Unser Thema lautet jetzt, was wir teilen, was uns teilt. Zusammenhalt und Verwerfungen in Ost und West 30 Jahre danach. Lena Gorelick und Basil Kerski bleiben bei uns und hinzu kommen drei weitere GesprächsteilnehmerInnen, die ich Ihnen gleich vorstelle und sie nacheinander zu uns hole. Wir sind in Deutschland, wir sind teilweise in Frankreich und von Herrn Kerski wissen wir, dass er in Danzig ist. Das ist sozusagen so ein virtuelles Dreiländereck hier, was es auf einer echten Karte gar nicht geben könnte. Und ich finde das schon mal ein ganz gutes Gefühl, wenn wir Europa in dieser Pandemie zumindest auf dieser Weise ja mal wieder erfahrbar machen. Und wir wollen in diesem Podium jetzt eine Bestandsaufnahme machen dessen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Wir wollen Bezug nehmen natürlich auch auf die beiden Impulsreferate, die wir gerade gehört haben. Und wir wollen das Ganze tun unter Ihrer Beteiligung. Es gibt den Chat, den Sie schon gesehen und auch zahlreich benutzt haben. Und Sie können in diesem Chat, vereinzelt ist das bereits geschehen, gerne die eine oder andere Frage einwerfen, die wir zwischen jetzt und etwa 16.35 Uhr hier im Podium dann auch besprechen wollen. Wir haben eine Menge Programm, deswegen legen wir auch los. Und falls nicht alle sich in den Chat dann mit Fragen einbringen, haben wir uns für den Beginn vorgenommen, eine kleine Umfrage unter Ihnen zu machen. Da wird die Technik jetzt etwas einblenden. Eine Umfrage ist immer gefährlich, insbesondere wenn man danach vorhat, mit dem Professor zu sprechen. Das ist der Fall. Der wird mir das Studiendesign dann dieser Empirie hoffentlich nicht um die Ohren hauen. Wir wollen ein kleines Stimmungsbild einholen und Sie zunächst einmal fragen zu Ihrer Zustimmung oder Ablehnung oder vielleicht auch Indifferenz zu drei Aussagen. Und die erste lautet, ich glaube, eine Mehrheit der Menschen in Europa sieht und identifiziert sich dezidiert als Europäerin. Glauben Sie, dass das so ist? Glauben Sie, dass es eher nicht so ist? Oder sagen Sie, ich weiß es nicht, wir bitten Sie um Abstimmung. Ich kann das, sehen Sie mal, ich bin gar nicht wahlberechtigt, das wusste ich gar nicht. Hier steht, Hosts und Diskussionsteilnehmer können nicht wählen. Also Sie dürfen wählen, ich darf nicht wählen. Das Ergebnis wird uns dann aber hoffentlich gleich eingeblendet. Ich glaube, wir können die Umfrage schließen und gerne das Ergebnis einblenden. Und ich sehe eine leichte absolute Mehrheit für eine Nichtzustimmung oder eher Nichtzustimmung zu dieser Aussage. Das dürfen wir uns gerne schon mal merken. Und dann würde ich gerne die zweite Frage gleich einblenden. Es gibt inzwischen so etwas wie eine gesamtdeutsche Identität. Auch hier wieder Zustimmung oder eher Zustimmung, Ablehnung oder eher Ablehnung und Indifferenz. Der Rettungsanker weiß nicht, steht auch hier zur Verfügung. Geben Ihnen noch ein paar Sekunden. Das ist natürlich keine ganz genaue Messung, die wir durchführen, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, so ein grobes erstes Bild von Ihnen zu bekommen und Ihren Ansichten und ich bitte die Umfrage zu schließen und uns ein Ergebnis zu zeigen. Auch hier ähnliche Werte, bisschen weniger Indifferenz, aber auch hier wieder eine leichte über 50% Mehrheit für Ablehnung. Und dann noch eine dritte und letzte Frage. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland mache ich mir große Sorgen. Eher ja, eher nein, weiß nicht. Und auch hier bitte ich, die Umfrage zu schließen und uns auch das dritte Ergebnis zu zeigen. Das ist der deutlichste Wert, den wir bisher haben. 90 von Ihnen und damit 79% haben für eher ja gestimmt. Das nehme ich auch noch hier zu meinen Unterlagen für die folgende Stunde und möchte jetzt bitten, dass ein weiteres Bild hinzukommt, nämlich das Bild von Professor Dr. Hans Vorländer, den ich Ihnen wie
alle weiteren Gäste auch kurz vorstellen möchte. Kurz deswegen, weil wir, wie gesagt, nur eine gute Stunde haben. Hans Vorländer, geboren in Wuppertal, wenn ich das richtig erinnere, ist in Dresden vor allem dafür bekannt, dass er hier das Institut für Politikwissenschaft an der TU Dresden mit aufgebaut hat und auch viele, viele Jahre hier den Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte innehatte. Er ist seit 2005 Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung und ist zudem Direktor seit 2017 des Mercator Forums Migration und Demokratie. Herr Vorländer, ich grüße Sie recht herzlich und ich möchte mit Ihnen jetzt etwas beginnen. Wir haben mit Herrn Kerski und Frau Gorelik uns von zwei doch sehr unterschiedlichen Enden unserem Thema genähert. Und jetzt heißt dieses Programm, in dem wir uns befinden, Zoom. Und ich will mit Ihnen jetzt einen weiteren Zoom-Prozess beginnen. Wir wollen uns von der Makro über die Meso auf die Mikroebene bewegen. Und ich wüsste von Ihnen als jemand, der sich wirklich sehr umfassend mit Migration auseinandersetzt, auch mit deutsch-deutschen Fragen, zunächst einmal gern Ihren Blick auf die Lage der Dinge. Es wird ja immer bei Einigungsprozessen so viel von Fortschritt geredet. Ja, es gibt auch Fortschrittsberichte zu Einigungsprozessen. Befinden wir uns denn noch in einer Phase des fortschreitender Einigkeit und eines Fortschritts, was Einigungsprozesse betrifft in Deutschland und Europa? Oder müssen wir da schon anfangen, ein paar wichtige Korrekturen anzubringen? Grüße Sie, lieber Herr Pollmer, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich natürlich sehr, dabei sein zu dürfen. Und weiß so gar nicht, auf diese Frage vernünftig zu antworten, weil auch diese Frage, genauso wie die Fragen, die Sie vorhin an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt haben, ja alle sehr ambivalent und mehrdeutig sind. Deutsche Einheit heißt ja für manche, alles muss gleich sein, von den ökonomischen, sozialen Faktoren bis hin zu kultureller Gleichgerichtetheit von Einstellungen. Aber diese Vorstellung ist ja verkehrt. Wir leben einfach von Vielfalt. Und ich glaube, auch die Frage nach der Identität, die vorhin gestellt wurde, ist ja eine trügerische und vielleicht auch fehlgestellte. Denn wir fragen nach Vielfalt. Und wie gehen wir mit dieser Vielfalt um? Und man lebt in Rheinland-Pfalz anders als in Sachsen und auf Fischland Darß wiederum anders als auf Sylt und in Wuppertal anders als in Dresden, obwohl beide, das verbindet sie, eine Schwebebahn haben. Ich will sagen, wir haben eigentlich Vielfaltserfahrungen und die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, das, was beispielsweise ja auch das Grundgesetz uns vorgibt als ein Zielwert, bedeutet nicht, dass alles gleich sein muss. Jetzt fragt man natürlich einen Politikwissenschaftler, wie sieht das aus? Denkt man in Ost und West gleich? Ja und nein. Das heißt, wir schätzen die Demokratie, aber im Osten wird die Demokratie etwas skeptischer beurteilt, was die Funktionsfähigkeit angeht. In Sachsen ist das nochmal wieder ein bisschen anders. Hier gibt es weit verbreitete Skepsis gegenüber allem Möglichen, auch beispielsweise gegenüber Corona-Maßnahmen, die stärker ausgeprägt sind in Sachsen als im Rest der Republik. Das heißt, wir haben überall unterschiedliche Verhältnisse und ich glaube, der Fluchtpunkt Einheit heißt eben nicht Gleichheit, sondern heißt Anerkennung von Unterschieden, heißt Anerkennung eben auch von Vielfalt und Anerkennung von unterschiedlichen Heimaten und hybriden Formen, eigentlich von Zugehörigkeiten. Ich kann auch nicht sagen, ich bin Wuppertaler, ich bin eigentlich jetzt 30 Jahre in Dresden. Ich habe nirgendwo so lange gelebt wie in Dresden. Und doch wird mir natürlich auch hier in Dresden dann wieder von den hier Geborenen gesagt, du gehörst nicht dazu, weil du nicht in Dresden geboren bist. Das heißt, damit muss man umgehen. Das sind ja Anknüpfungspunkte auch für Diskussionen und für Diskurse. Und das empfinde ich als sehr belebend und herausfordernd. Und wenn wir das mal zur Grundlage nehmen, Herr Vorländer, ich muss immer mit dem Wir argumentieren, obwohl es das nicht gibt, das habe ich schon verstanden. Vielleicht ist es ein Wir, das in Mehrheiten denkt oder nach Mehrheiten sucht. Wie gut sind wir denn als Gesellschaft in Deutschland schon, diese Vielfalt als Notwendigkeit zu sehen und auch sie auszuhalten und sie vielleicht sogar zu umarmen? Ja, wir haben ja gerade im Sachverständigenrat Integration und Migration, dem ich angehöre, das Jahresgutachten vorgestellt in der letzten Woche. Da heißt es
Im Umgang mit der Diversität ist Deutschland eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt. Und die gesamten Einstellungsdaten zeigen uns, dass es in Deutschland viel besser ist, als wir vielleicht gemeinhin annehmen. Auch für diejenigen, die zugewandert sind in den letzten Jahren, wir erwarten nicht mehr, dass sie sich gänzlich assimilieren, also diese Vorstellung an eine deutsche Leitkultur, sich zu assimilieren. Auch dieser Begriff der Leitkultur ist ja im höchsten Maße problembeladen. Diese Vorstellung ist gar nicht mehr so stark. Und auch die Herkunftsdimension spielt auch keine so große Rolle mehr im öffentlichen Bewusstsein, soweit man das über Befragungen tatsächlich erfassen kann. Sondern es geht darum, dass Menschen erwarten, dass sie sich in einer ganz bestimmten Weise verhalten, dass sie die Spielregeln einhalten, dass sie auch die deutsche Sprache zu sprechen in der Lage sind und dass sie sich eben auch an die Werte, soweit sie im Grundgesetz verkörpert sind und dargelegt sind, orientieren. Das sind so sozusagen die Vorstellungen für sagen wir, den Umgang auch mit Vielfalt und Diversität, ganz bestimmte Regeln, aber nicht mehr etwas, was man kulturell oder essentialisierend als unübersteigbar ansehen könnte. Ein letztes noch, Herr Vollender, bevor wir weitergehen. Nun haben wir von Herrn Kerski in seinem Impuls auch gehört, dass es viele Menschen gibt, die sich jetzt von Freiheitsidealen abwenden und dass die europäische Idee beschädigt sei. Ich habe da nicht nur, aber auch einen gewissen Pessimismus herausgehört. Teilen Sie den oder teilen Sie den explizit nicht? Ja, es gibt natürlich schon ein paar besorgniserregende Beobachtungen. In Deutschland gibt es eben auch Kräfte, gerade in den letzten Jahren doch stärker geworden, die sagen, dass wir uns stärker eben doch auch auf wieder auf Deutschland oder die nationale Identität oder die Heimat konzentrieren müssen. Es gibt auch solche Gruppierungen, die sind nicht mehr so stark global oder europäisch orientiert und sind sozusagen auf dem Trip der Renationalisierung von Politiken, aber auch von Einstellungen und von Wertorientierung. Das ist in Deutschland so, das haben wir auch in anderen europäischen Ländern so. Und das ist in Ostmitteleuropa etwas stärker ausgeprägt. Darüber kann man natürlich sich austauschen und kann das versuchen zu erklären. Es gibt ja auch Erklärungsversuche, warum es dort etwas stärker ausgeprägt ist als in den westeuropäischen Ländern. Aber das ist auch immer eine Reaktion auf Krisen. Das heißt, wir haben ja Krisen. Wahrnehmung und Erfahrung gemacht. Wir haben die Euro-Krise gehabt, die Schuldenkrise, die Finanzkrise, die Bankenkrise, dann aber auch die sogenannte Migrationskrise. Und das sind natürlich solche Momente, politische Momente, wo sich Spaltungen in Europa aufgetan haben und wo es dann tatsächlich darum ging, gibt es gesamteuropäische Lösungen oder muss man sie im nationalstaatlichen Rahmen verfolgen? Und hier gibt es viele Zweifler. Und dennoch, und das wissen wir, und das entspricht nicht so ganz dem, was vorhin in der Umfrage herauskam, wenn man sich die Daten von Eurobarometer anguckt, von Eurostat, der statistischen Erhebung auf EU-Ebene, da sind viele doch sehr europäisch orientiert. Und sie sehen sich auch als Europäer, was nicht heißt, dass sie nicht auch sozusagen nationale Heimaten haben oder Zugehörigkeitsgefühle. Und sie erwarten von Europa auch, dass sie viele der Probleme lösen. Wir haben das jetzt in der Covid-19-Bewältigung, wir haben das auch in der im Migrationsgeschehen, wo die Bürgerinnen und Bürger der europäischen Nationalstaaten von Europa erwarten und erwartet haben und weiterhin erwarten, dass sie ein gemeinsames Migrationsregime entwerfen. Also die Leute gucken doch stärker auf Europa als Problemlöser und nicht nur als auf Europa als Problemschaffer. Vielen Dank, Professor Dr. Hans Vollender. Bleiben Sie mindestens bei uns und sprechen Sie dann auch gerne wieder mit uns. Ich möchte zunächst auch nach, wie Sie sagen, nach Europa blicken, ganz konkret zu Julia Dumay, die jetzt auch bei uns sein sollte und ihr Bild gerne anschalten darf. Und ich darf über Sie schon mal sagen, dass Sie stellvertretende Oberbürgermeisterin für europäische und internationale Beziehungen der Stadt Straßburg ist, dass Sie Politikwissenschaften studiert hatten, dass Sie unter anderem als Geschäftsführerin des Europäischen Architekturhauses Oberrhein tätig gewesen ist. Ich sehe Sie noch nicht. Herr Vollender, sehen Sie sie?
Guten Tag, ich kann leider meine Kamera nicht anschalten. Das ist blockiert anscheinend. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Organisatoren meine Kamera anschalten können. Ja. Ob das möglich ist. Der Wunsch ist, glaube ich, an der Stelle übermittelt. Der Versuch hat wahrscheinlich schon begonnen. Wir können ja aber, so Sie mit Stimme schon mal da sind, Frau de Meij, gerne uns unterhalten und schon mal weiter im Programm, weiter im Zoom gehen. Jetzt sind Sie auch zu sehen. Kaum habe ich das Wort Zoom gesagt. Schön, dass Sie auch jetzt im Bild bei uns sind. Ich grüße Sie sehr herzlich und ich möchte gerne mit Ihnen natürlich über Ihre Stadt sprechen, über Straßburg. Und um mal einen etwas herangezoomten Blick zu werfen, Straßburg ist sicherlich auch im Kontext Europa eine sehr besondere Stadt. Da sind wir uns, denke ich, einig. Straßburg ist eine migrantisch geprägte Stadt. In welcher Weise ist sie das? Weil es gibt ja viele Formen, wie Migration einen Ort prägen kann. Also vielen Dank schon mal für die Einladung. Es freut mich sehr, virtuell in Dresden zu sein. Dresden ist ja die Partnerstadt Straßburgs. Und ja, ich wollte ganz kurz die Verbindung machen zu den Vorträgen, die wir schon gehört haben. Und also zu sagen, dass ich mit diesem Plural Heimaten sehr viel anfangen kann. Ich bin selbst Deutsch-Französin und auch, was ich interessant finde, ist eben dieser Begriff Wahlheimat, weil Straßburg ist meine Wahlheimat. Ich bin nicht hier groß geworden und unsere Oberbürgermeisterin, das ist ganz interessant, ist auch nicht in Straßburg aufgewachsen und das ist ebenfalls ihre Wahlheimat. Heimat. Aber genau deshalb haben wir uns auch in dieser Stadt engagiert, weil wir uns diese Heimat auch ausgesucht haben und das natürlich für viele Menschen in Europa der Fall ist und das eine besondere Beziehung zu der Heimat auch schafft. Um Ihre Frage zu beantworten, Straßburg ist eine interkulturelle Stadt auf verschiedenen Ebenen. Erst natürlich ist es die Europa-Hauptstadt, Sitz des Europaparlaments, des Europarats. Das heißt, es ist eine Stadt, in der es viele Diplomaten gibt. Natürlich noch mehr auch die verschiedenen europäischen Parlamentarier, wenn es die Sitzungen gibt. Also man hört viele Sprachen auf der Straße. Es ist auch eine Universitätsstadt, wie, glaube ich, auch Dresden. Das heißt, es gibt sehr viele ausländische Studenten, ungefähr mehr als 20%. Und es ist auch natürlich seit einigen Jahren sind auch viele Flüchtlinge nach Straßburg gekommen, entweder um dauerhaft hier zu bleiben oder auch auf der Durchreise. Weil was man auch zu Straßburg auf jeden Fall sagen muss, es ist eine bikulturelle Stadt in der Geschichte, das heißt zwischen Deutschland und Frankreich. Und was auch interessant ist, ist, dass hier zu Heimat viele Menschen die Heimat, also Ausländer wurden in der Geschichte, ohne sich physisch bewegt zu haben. Und das sagt auch was zu dieser besonderen Position Straßburgs. Und also dieses Deutsch-Französische, das ist Europa auf kleiner Ebene, das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, es fängt auch schon dieses Interkulturelle eben tagtäglich in diesem geteilten, grenzüberschreitenden Raum statt. Und ist das etwas, wo Sie sagen, da steht Ihre Stadt Modell vielleicht auch für ein Europa, das noch an vielen anderen Orten so werden könnte? Oder muss man auch, bitte Sie das nicht falsch zu verstehen, auch Straßburg ist ja auch ein privilegierter Ort. Es ist ja auch eine Migration privilegierter. Also ist das eine Singularität oder glauben Sie, dass Europa auch in der Fläche, in der Breite etwas aus Straßburg sich abgucken könnte, wenn es um Heimat geht, um Zusammenhalt, um Interkulturalität? Also es ist ja auf jeden Fall immer eine Herausforderung und was man zu Straßburg sagen kann, Straßburg ist eine der Städte in Frankreich, wo die Kluft zwischen Arm und Reich am größten ist. Das heißt, wir haben
Herausforderungen, was generell, also Zusammenhalt nicht nur zwischen verschiedenen Nationalitäten und Herkunft betrifft, aber auch zwischen verschiedenen sozialen Schichten. Und also das ist eine auf jeden Fall eine Herausforderung für Straßburg. Wir haben auf jeden Fall also dieses Ziel in vielen Bereichen, wie sage ich, vorbildhaft zu sein, auch in diesem Bereich. Und was interessant ist für uns, ist, dass wir eben die Stadt mit dem Sitz des Europarates sind und der Europarat schon seit vielen Jahren forschender Experten zu diesem Thema. Und wir sind mit denen auch im Dialog, um einerseits innovative, wie soll ich sagen, Politiken der Stadt Straßburg in diesen internationalen Netzwerken auch zu verbreiten, aber auch immer noch dazu zu lernen. Ein Projekt, was man zum Beispiel als vorbildhaft nennen kann und wo wir auch jetzt gerade ein internationales Label, was Wellbeing Cities, da sind wir Finalisten für dieses Label. Da geht es um, wie man Flüchtlinge über Sport integrieren kann. Das heißt natürlich, dass sie selbst Sport treiben können und nicht also gratis, aber auch, dass sie sportliche Events besuchen können. Und also genau, das ist ein Thema zum Beispiel konkret, was die Stadt tun kann. Vielen Dank. Auch Sie bleiben in unserer Runde und ich möchte, um die dritte neue Person noch hinzuzuholen, jetzt mit Jana Simon gerne sprechen, die uns aus Berlin, glaube ich, zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Jana Simon. Und nachdem wir bei Herrn Vorländer versucht haben, einen Blick auf das ganze Land oder die politischen Realitäten des ganzen Kontinents zu werfen, wenn Frau Dumay uns auf einer kommunalen Ebene bewegt haben, gehen wir jetzt mit Ihnen, Frau Simon, runter auf die Mikroebene zum einzelnen Menschen. Sie haben ein Buch geschrieben, das schon im Titel die Wörter unter Druck trägt. Und vielleicht können Sie uns und den Zuhörern eine kurze Skizze geben zunächst, bevor wir darüber sprechen. Was haben Sie in diesem Buch aufgeschrieben? Was war Ihr Erkenntnisziel? Ja, guten Tag erstmal. Ich freue mich sehr, hier an dieser Konferenz teilnehmen zu können und dass es jetzt nach so langer Zeit dann tatsächlich auch gelingt, wenn auch über Zoom, aber das sind wir ja alle inzwischen schon gewöhnt. Das Buch, was ich geschrieben habe, Unter Druck, Sie sagten es schon, Herr Pollmer, ist tatsächlich die Mikroebene, weil ich 6 Menschen über 6 Jahre begleitet habe. Da ist zum einen der jetzige AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland. Da ist eine Krankenschwester aus München, die fast obdachlos geworden wäre. Dann gibt es ein Ehepaar, ein Mittelschichtsehepaar aus Stuttgart, wo er bei Bosch arbeitet und im weiten Sinne mit dem Dieselskandal zu tun hat. Dann gibt es eine junge Influencerin, die versucht, also sozusagen ihr Gesicht und ihren Körper zu verkaufen. Klingt falsch, aber zumindest ihre Ansichten jeden Tag über die sozialen Kanäle zu verbreiten. Dann gibt es Jörg Asmussen, der früher im Direktorium der Europäischen Zentralbank saß. Inzwischen leitet er den Deutschen Versicherungsverband. Ich glaube, es stimmt nicht ganz. Er heißt irgendwie noch komplizierter, aber das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und der Thüringer Polizist Thomas Matzak, der Staatsschützer ist und in Jena arbeitet. Also das ist sozusagen das Panorama, was ich da aufmache. Ich habe alle seit ungefähr 2013 bis 2019 begleitet. Also und das war natürlich besonders bei Alexander Gauland sehr interessant, weil es begann ja mit der Gründung der AfD. Und ich habe ihn dann praktisch begleitet bis zur Bundestagswahl, also wo sie ja dann auch einzogen, und bis 2019. Und bei ihm ist natürlich ganz klar, das, was heute unser Thema ist hier, Spaltung, was eint uns nicht. Er war ja ein Treiber sozusagen mit seiner Partei, ein Treiber der Spaltung.
Und es war ganz interessant, weil ich habe in diesen Jahren eine Menge natürlich erlebt bei der Beobachtung. Aber eins hat sich mir doch sehr eingeprägt. Es war auch bei einer Kundgebung in Jena tatsächlich. Und dort sprach auch Björn Höcke, wie Sie wissen, der Landesvorsitzende der Thüringer AfD. Und dort waren mehrere, ganz viele Gegendemonstranten auch versammelt. Und irgendwann sagte Höcke in Richtung dieser Demonstranten, das sind rot lackierte Nazis. So, und daraufhin fingen die AfD-Teilnehmer dieser Kundgebung an zu rufen, Nazis raus. Das haben aber die Gegendemonstranten nicht so richtig mitbekommen, ja, wer jetzt sozusagen diesen Spruch da anfing und fing auch an zu schreien, Nazis raus. Und plötzlich war dieser ganze Platz vereint in diesem bizarren Chor, sich gegenseitig als Nazis zu bezeichnen und sich aus dem Land am liebsten hinauswerfen zu wollen. Also das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis, dass man eben, wenn es gar keine Einigung mehr gibt, ist der andere immer der Nazi. Und dann prallten die da also aufeinander und hatten aber gar nicht mitgekriegt, dass, also wer jetzt wen eigentlich meint. Ja, und das war für mich so ein Erlebnis, oh, jetzt gibt es tatsächlich, also offensichtlich in unserem Land eine Stimmung, wo man sich kaum noch verständigen kann. Und das war wirklich so ein Erlebnis, wo ich dachte, wir brauchen dringend eine, also Gesprächsplattform, wo man sich wieder treffen kann, wo wirklich unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Schichten zu verschiedenen Themen miteinander ins Gespräch kommen können. Also das halte ich für ganz essentiell. So viel zum Buch zunächst. Ich darf ausnahmsweise als zweites zur Person noch ein paar Sätze ergänzen. Jana Sieborn, ich habe es gar nicht einführend gesagt, sie ist Journalistin und Schriftstellerin, hat Osteuropawissenschaften, Politologie und Publizistik studiert, hat beim Tagesspiegel lange gearbeitet und arbeitet unter anderem heute für die Zeit, schreibt aber wie gesagt auch Bücher. Und wenn wir nochmal auf die schöne Szene gehen, wo die Nazis und die Nazis sich anschreien und keiner mehr weiß vielleicht, wo er steht und wer woanders ist. Und diese Nicht-Sprechfähigkeit zwischen Gruppen, das ist ja auch etwas, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, was Sie sehr umtreibt. Wo kommt die denn her? Was glauben Sie denn, weil das ist ja auch, wenn wir hier in der ersten Umfrage, auch wenn Sie, Herr Vorländer, Sie haben ja recht, sehr unsauber war, so eine große Sorge vermittelt sehen um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das spiegelt sich in der Situation, wie Sie sie gerade geschildert haben, auf geradezu bedrückende Weise sehr gut wider. Was war denn Ihr Eindruck, woher kommt diese Unfähigkeit, miteinander zu sprechen? Also das kann ich natürlich nicht abschließend beantworten, ja. Aber was ich schon bemerke, es hat also sehr viel mit Mediennutzung zu tun. Also das merke ich ja auch als Journalistin immer, wenn ich irgendwo hinkomme, wo einen die Menschen noch nicht kennen, wo man noch nicht weiß, wer ist das, dann wird ja halt immer als erstes gefragt, wer bezahlt sie eigentlich und wer bestimmt, was sie schreiben und wer sagt überhaupt, was dann gedruckt wird. Und dann jedes Mal ist man erstmal in dieser Situation, dass man erstmal erzählen muss, wie irgendwie Journalismus funktioniert, wie man bei der Zeit arbeitet und so weiter. Und dann kommt als nächstes immer der Vorwurf, die Medien. Die Medien machen das und das und das. Und die Medien gibt es nur noch im Plural. Also da wird auch nicht mehr geguckt, was für Unterschiede es gibt. Und wenn ich dann aber nachfrage, ja, welche Medien konsumieren Sie denn oder was lesen Sie, dann kommt eigentlich immer gar nichts. Also dann kommen irgendwelche Telegram-Kanäle oder eben wirklich sehr einseitige Antworten, wo ich dann das Gefühl habe, also das, was ich schreibe, offensichtlich in einer Zeitung wie der Zeit, wird einfach eigentlich zum Teil gar nicht mehr gesehen oder gelesen. Und da ist dann die Frage, wie kann ich die dann überhaupt noch erreichen? Und das Gefühl habe ich, dass die verschiedenen, ja, wie man auch immer es nennt, Blasen kann man es nennen oder verschiedenen Schichten oder Teile der Bevölkerung gar nicht mehr den anderen Teil wirklich mitbekommen, der vielleicht was anderes denkt, ja, sondern sich immer wieder verstärken gegenseitig, kennt man ja, also diese Theorien, dass man eben, wenn man in Social Media unterwegs ist, immer wieder verstärkt wird in seiner eigenen Meinung, auch nur noch das
gesendet bekommt, was das irgendwie verstärkt. Und dass oft gar nicht mehr der Überblick besteht, ja, was für andere Meinungen und was für andere Ansätze gibt es denn vielleicht eigentlich noch, sondern man wird eben immer nur noch in seiner eigenen Meinung und in seinem eigenen Ding bestärkt. Und das, glaube ich, ist nicht der einzige Grund, aber ich glaube, es ist ein großer Grund dafür, dass es so polarisiert ist. Und dann auch das, was Basil Kersky vorhin sagte, mit der Loyalität. Ja, also er hatte Freiheit für Loyalität. Ich würde es auch sagen, also egal, ob man jetzt die AfD nimmt, die ja wie so ein abgezirkelter Kreis von Leuten ist, wo auch gar keiner mehr von außen, der in irgendeiner Form anders denkt, eigentlich reinkommt. Also selbst Alexander Gauland sagte zum Schluss, als dann schon kurz bevor das Buch dann fertig war, sagte er zu mir, er glaubt, er würde heute zum Beispiel gar nicht mehr aufgenommen werden in seiner eigenen Partei, weil er weil er für die eigentlich schon zu bürgerlich und zu fast schon zu CDU-nah wäre. Ja, also das zeigt, also da ist ganz, es ist ganz schwierig, aber auch in der anderen, also auf der anderen Seite, die Influencerin, die ich da begleitet habe, die war eher aus dem linken Milieu. Und auch da war es schwierig, weil sobald sie zum Beispiel etwas gepostet hat, ein Foto, wo sie Mode trug, die jetzt vielleicht nicht richtig nachhaltig produziert wurde, ja, auch sie bekam sofort von ihren eigenen Leuten ein Riesenproblem, weil die sagten ja, du kannst doch sowas für sowas nicht Werbung machen. Also auch da war so eine Abgrenzung und Eingrenzung von den anderen. Und ich glaube, wir müssen versuchen, diese verschiedenen Blasen irgendwie wieder miteinander zu verbinden. In Frankreich gab es diese Grand Debat National. Also ich habe jetzt gehört, dass es auch nicht so gut funktioniert hat, aber immerhin war es ein Versuch. Ja, also der von Macron in dem Fall einberufenen Versuch, wirklich verschiedene Menschen aus verschiedenen Schichten mit verschiedenen Ansichten wieder an einen Tisch zu bekommen. Und das muss ja hier nicht von der Regierung organisiert werden, aber in irgendeiner Form eben diese Art Plattform fände ich sehr wichtig. Im Ansatz macht es ja zum Beispiel die Zeit, für die Sie arbeiten, mit der Aktion Deutschland spricht, auf die ich an dieser Stelle neidfrei hinweisen möchte. Wer will, kann das mal googeln und sich da vielleicht auch anmelden. Das ist so eine Art, so ein Matching für politisch unterschiedlich denkende Menschen. Da kann man sich anmelden und kriegt dann jemanden zugelost, der andere Ansichten pflegt als man selbst. Ich habe noch eine kleine Nachfrage an Frau Simon mit Bitte um kurze Antworten, würde aber schon mal Lena Gorelick und auch Basil Kersky bitten, mit Bild wieder zu uns in die Runde zu stoßen, damit wir im Podium hier komplett sind. Im Chat kommen auch schon die ersten Fragen herein. Da würde ich dann gerne zurücktreten mit meinen und darauf übergehen. Frau Simon, Sie haben Medienkonsum mit ausgeführt als ein Beispiel. Sie schließen ja am Ende, man muss fast sagen, unweigerlich, dass Sie eine Gesellschaft in Auflösung sehen. Und ist das etwas, jetzt haben Sie schon das mit dem Medienkonsum dargestellt, das geht ja auch auf, was noch viele andere Gründe hat, vielleicht können Sie noch 2, 3 nennen, die Ihnen einfallen. Und dann wüsste ich natürlich von den anderen gerne, dürfen Sie per Handzeichen, so Sie mögen, schon einen Antwortwunsch anmelden, ob Sie das auch so sehen, ob Sie die Diagnose teilen. Aber zunächst, welche Ursachen hat das noch, Frau Simon? Naja, in meinem Buch gehe ich natürlich sehr stark darauf ein, es geht um soziale Ungleichheit und auch um den Verlust von Gewissheiten, also von verschiedenen Gewissheiten, die über die letzten Jahrzehnte eben verloren gegangen sind. Das sind manchmal ganz, also was heißt ganz einfache, aber eher alltägliche Dinge, wie die Gewissheit, wenn ich zum Arzt gehe, werde ich gut behandelt, dass ich eine gute Schule für mein Kind finde, dass ich im Krankenhaus behandelt werde, dass ich eine Rente bekomme, dass ich vielleicht in einer Großstadt in Deutschland eine bezahlbare Wohnung finde. Also das sind sozusagen diese Grundgewissheiten, die es ja in der Bundesrepublik noch vor einigen Jahrzehnten durchaus gab und die jetzt
erodieren. Also wo es immer schwieriger wird, also wo, wie mir die einzelnen Menschen dann auch erzählt haben, selbst eine Mittelschichtsfamilie aus Stuttgart, wo er eben über 100.000 Euro im Jahr verdient, die also keine Geringverdiener sind, selbst für die ist es schwierig, noch bezahlbaren Wohnraum zu finden in einer Stadt wie Stuttgart. Also das sind sozusagen diese vielen, ich würde nicht sagen Kleinigkeiten, sondern diese vielen Dinge auch im Alltag oder die für ein Leben sehr wichtig sind, die es eben sehr schwer machen für den Einzelnen und was dann im Zusammenhang, also in der Summe es dann auch schwer macht für eine Gesellschaft. Vielen Dank. Ich möchte gerne, bevor wir in die Fragen aus dem Publikum gehen, wie angekündigt mal an die anderen vier die Diagnose nochmal weiterreichen. Eine Gesellschaft in Auflösung, Zustimmung, Widerrede, gerne kurz begründet. Sie können mir die, ja, Frau Gorelick, wenn das ein Fingerzeig war, sprechen Sie gerne. Und, ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ich habe auch bei den Umfragen, die Sie gemacht haben, mich gefragt, wie ich antworten würde. Ich durfte ja auch nicht teilnehmen, ähnlich wie Sie. Und ich hätte das mit der Sorge auch angekreuzt. Und es hat mich dann sehr gefreut, was Professor Vollender Sie gesagt haben, nämlich, dass die Studien das gar nicht so wiedergeben. Ich erlebe das, aber vielleicht auch aus einer Blase heraus, als eine sehr zersplitterte Gesellschaft. Und ich erlebe, und das wäre nämlich meine Frage, die mich auch interessieren würde von den anderen DiskussionsteilnehmerInnen, was man sozusagen gar nicht, was die Gründe für diese Sprachlosigkeit oder für die Unfähigkeit miteinander zu kommunizieren sind, sondern wie man dagegen vorgehen kann, weil meines Wissens nach hat zum Beispiel Deutschland spricht nicht so richtig viel gebracht. Also ich hab mit Menschen gesprochen, die daran teilgenommen haben, ich habe auch drüber gelesen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass man da rauskommt und sagt, ach, ich habe die anderen verstanden, sondern eher, dass das noch weiter auseinandertreibt. Und dasselbe erlebe ich, wenn man so ein bisschen in den sozialen Medien beobachtet, diese Blasendiskussionen und dann auf Twitter auch. Also es gibt ja irgendwie, ich bin hier, also es gibt sozusagen den Versuch, gerade die Argumente aus der rechten Ecke dann irgendwie mit Fakten zu widerlegen etc. Und auch da habe ich nicht das Gefühl, dass es fruchtet. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dann irgendwie ein Einsehen kommt und mit Sicherheit werfen sozusagen die aus der eher rechteren Ecke uns dann dasselbe vor. Also so, und deswegen wäre meine Frage eher, was macht man denn damit? Also was macht man mit dieser Erkenntnis? Da gehe ich zu Frau Dumais und dann zu Herrn Vollender. Ich wollte nochmal auf die europäische Ebene zurückkommen, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass eben man aus diesen Blasen herauskommt und in Dialog schafft, aber auch, wie schafft man einen transnationalen Dialog zu diesen wichtigen Themen, die, wie gesagt, Herausforderungen in all unseren Städten und in den verschiedenen Ländern sind. Und da wollte ich kurz ansprechen, dass seit gestern offiziell die Konferenz für die Zukunft Europas angefangen hat, hier in Straßburg im Europaparlament. Und diese Dynamik richtet sich unter anderem an die Jugend. Also wir haben noch nicht so sehr von der Jugend gesprochen, aber es ist ja sehr, sehr wichtig, dass die Jugend denkt, über was die Jugend spricht und was diese Fragen, die wir heute ansprechen, morgen eigentlich, was da morgen auf uns zukommt. Und wie Herr Vollender gemeint hat, Europa kann auch Problemlöser sein. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass diese Konferenz, die bis nächstes Jahr dauert, auch ein Ort ist, wo eben diese verschiedenen Meinungen zu Europa, aber auch zu den Themen, die sehr wichtig sind heute für die Europäer, dass diese Gelegenheit auch genutzt wird von den Einwohnern, Bürgern Europas. Frau Dumais, es gibt dann noch, aber sie passt, glaube ich, gerade noch nicht ganz so gut, aber sie wird auch nicht vergessen, im Chat eine Frage an Sie. Ich würde aber vorher gerne, wie versprochen, zu Herrn Vollender gehen. Ja, ich glaube, das, was bisher an Diagnosen gesagt worden sind, trifft ja zu. Und dennoch ist das Feld ein bisschen unübersichtlicher. Wenn man sich die Befragungen und Umfragen anguckt aus den letzten 10 Jahren, dann stellen wir ein völlig groteskes Meinungsbild fest. Wenn man die Menschen fragt, wie geht es ihnen persönlich, dann sagen sie gut.
Wenn man die Menschen fragt, wie glauben Sie, dass die allgemeine Entwicklung ist, dann sagen die schlecht. Wenn man die Menschen fragt, wie ist denn der Zusammenhalt in ihrer unmittelbaren Umgebung, dann sagen sie gut. Wenn sie gefragt werden, wie schätzen Sie die allgemeine Situation gesellschaftlichen Zusammenhalt an, dann sagen sie schlecht. Und das sind beides mal 78-80% der Befragten. Das heißt, es ist grotesk. Man könnte auch sagen, die Gesellschaft ist schizophren sozusagen in ihren Wahrnehmungen. Das liegt aber auch daran, dass man sozusagen aufgeheizte Öffentlichkeiten haben. Wir haben aufgeheizte, parzellierte, segmentierte Öffentlichkeiten. Die Zeit deckt ein Segment ab und es bedient sozusagen die urbane, kosmopolitische Milieus. Dann haben Sie aber Telegram oder Sie haben TikTok oder Sie haben Instagram oder Sie haben Facebook, wo sich ganz andere Öffentlichkeiten gebildet haben. Und Sie kriegen diese Öffentlichkeiten nicht mehr zusammen. Und gleichzeitig haben Sie etwas pauschaliert gesagt, die Somewheres und die Anywheres. Das ist ein Begriffspaar, was Goodhart, ein britischer Sozialwissenschaftler und auch Journalist, Publizist, geprägt hat. Das heißt, wir haben in der Gesellschaft Gruppierungen, die sehen sich sehr als kosmopolitisch an. Sie kommen mit Unterschieden, mit Diversität und so weiter, kommen sie zurecht. Das sind die Anywheres. Und die Somewheres, das sind die Sesshaften, solche, die in ganz bestimmten Milieus sitzen. Und diese Milieus können entweder traditional bestimmt sein oder sie sind sozusagen durch soziale oder ökonomische Prekariatserfahrungen geprägt. Und da haben wir sozusagen so unterschiedliche Lebenswirklichkeiten, die jetzt sozusagen nochmal gedoppelt werden durch unterschiedliche Kommunikationswirklichkeiten. Und das ist das, was sozusagen die Mitte der Gesellschaft als Verlustanzeige uns eigentlich vor Augen jetzt steht, dass wir irgendwie keine vermittelnden Diskurse mehr haben. Das heißt, die diskursive Ebene bei uns ist eine ganz andere als die auf der tatsächlichen Ebene, wo die Menschen auch ganz unterschiedlich und eher positiv bezeichnen als schlecht. Das war auch bei der Corona-Geschichte jetzt so. Lange Zeit ist eigentlich das Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung überall in Regierungen gestärkt worden. Der Zusammenhalt, sagt gerade eine neue Studie von Bertelsmann, ist gestärkt worden. Die Menschen beurteilen das gar nicht so dramatisch schlecht. Aber es gibt dann eben doch 20%, und das lässt sich sehr genau identifizieren, die tatsächlich auch Probleme haben und diese Probleme dann eben auch sehr lautstark zum Ausdruck bringen und sozusagen einen Resonanzboden noch finden in Brandstiftern. Das sind dann eben gerade rechte, rechtsextreme Kräfte, die sozusagen den Spaltpilz zu verstärken suchen, weil sie sozusagen diese Unzufriedenheit, die dort ist, auch die mangelnde Vertrauen in Regierung oder Medien tatsächlich nochmal ausbeuten und sozusagen aus den Ressentiments, die natürlich auch vorhanden sind, dann versuchen, politisches Kapital zu schlagen. Also das Feld sozusagen auch in den Diagnosen ist sehr komplex. Das macht die Aufgabe aber noch größer, wie man das alles wieder zusammenbringt. Aber dennoch muss man sagen, so ganz schlecht ist es eben nicht nur auf der diskursiven Ebene. Da geht alles außer Rand und Band und wir kriegen das nicht mehr zusammengebunden. Um diese Komplexität, das Groteske, das Schizophrene, was Sie gerade schildern, Herr Vorländer, mit der Frage von Frau Gorelick und auch mit der Frage unseres Podiums nochmal zusammenzubringen an die anderen, wenn man sich das vor Augen führt, gibt es Dinge, die wir teilen, Dinge, die uns teilen, ist es am Ende, so wie es jetzt ist, schon in Ordnung? Haben wir, um es mal schlicht zu formulieren, haben wir genügend, was wir teilen in Deutschland, in Europa, oder muss das wieder mehr werden? Wie sehen Sie das? Herr Kerski, sehe ich da ein Zucken? Nein, ich beobachte die Debatte. Also zunächst einmal bin ich sehr, sehr dankbar für Herrn Vorländers Worte. Ich habe das auch versucht darzustellen. Wir haben einen wirklich sehr interessanten Widerspruch zwischen Entwicklung, ökonomischer Realität
und der Perzeption. Ich glaube, vor 4 Jahren bei der letzten Bundestagswahl gab es sehr interessante Befragungen zu der Motivation von AfD-Wählern und zu ihrer persönlichen Selbsteinschätzung. Und es ist genau das rausgekommen, was Sie gesagt haben, eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit mit der eigenen Entwicklung. Und eine Antwort hat mich damals fasziniert. Wir haben den Wunsch, dass die Welt stehen bleibt. Also ungefähr so klang das. Ja, wir wollen sozusagen mit diesem Protest nicht mitteilen, dass es uns schlecht geht, aber wir wollen diese schnelle Entwicklung. Das gilt auch für Europa. Also ich war jetzt schockiert zu hören bei diesen Fragen. Das war ja nicht nur das war mehr die Wahrnehmung der Stimmung in Europa, dass es Europa eigentlich nicht gibt. Europa ist eine Realität. Vor ein paar Monaten hatte der Spiegel eine sehr interessante Titelstory zwar zu China und wie China schnell rausgekommen ist aus der Pandemie und dass es eine globale Macht ist, aber gleichzeitig gab es einen Text über die verkannte ökonomische Größe Europas, die nicht umgesetzt wird, die auch nicht benutzt wird. Meine Beobachtung zu all diesen Dingen sind folgendermaßen. Ich glaube, die Deutschen vergessen, dass sie eine unheimlich junge Demokratie sind und dass diese Demokratie 89 entstanden ist, um die Vielfalt zu mehren. Ich glaube, das, was Lena Gorelick gesagt hat, das ist viel zu selten präsent. Jeder Mensch, egal ob Bio-Deutscher, Entschuldigung für diesen Begriff, ich mag ihn sehr, oder solche Deutsche wie ich, haben mehrere Identitäten. Und diese Identitäten sind auch dynamisch, verändern sich. Und je freier eine Gesellschaft ist, und mit Freiheit meine ich eine Gesellschaft, die jedem Menschen seine Rechte garantiert, umso mehr wird diese Identität komplexer. Und jetzt ist, glaube ich, wieso sprach ich von Nation? Die Deutschen haben ein Problem damit. Ich verstehe Nation als so einen Gesellschaftsvertrag. Jetzt ist die große Kunst der Politik, das politisch zu organisieren. Und ich habe ganz bewusst Bildung erwähnt. Ich glaube, ich fühle mich in Deutschland unheimlich wohl. Aber ich stoße in Deutschland in der Öffentlichkeit überall auf Menschen, die gar nicht die Bildungskompetenzen haben, um mit Frankreich, den Niederländern, Osteuropäern, Nordeuropäern zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt keinen totalen Bildungsanspruch, dass wir sozusagen jetzt kompetent sind für gesamte Europa. Das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Aber ich bin erschrocken, wie weit wir sozusagen Bildungskompetenzen zurückfahren. Es wird sehr viel von Digitalisierung gesprochen, von diesen Volkswagen-Technologielücken und Fälschungen. Aber ich glaube, es gibt ein großes Reservoir innerhalb Deutschlands zwischen Ost und West. Das würde ich mit Bildungslücken, mit Wahrnehmungslücken, mit Kompetenzen definieren. Wir haben nicht die Sprache, um dann diesen Dialog zu führen, um uns zu verstehen oder auch zu verstehen, wieso wir uns unterscheiden. Unterscheidung ist ja auch ein Teil der Demokratie. Nur ist es wichtig, dass daraus keine Aggression besteht. Und ein letzter Satz, Deutschland lebt in einem Widerspruch real zwischen unheimlichem Erfolg, zwischen unheimlichem Wohlstandswachstum und tatsächlich von überraschenden Problemen, die gesamte Gesellschaft betreffen. Also hier ist glücklicherweise, dafür bin ich sehr dankbar, die Frage Mieten, Wohnen benannt worden. Absolut richtig. Also das ist eines der Themen, das wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten. Ich zähle selbst zu denjenigen, die in den letzten 10 Jahren ihre Wohnung in Berlin verloren haben, aus den klassischen Gründen, internationale Spekulation. Ich zähle zu der Generation von jungen Berlinern, Deutschen, wir wollten keine Kredite, wir wollten kein Wohneigentum, jetzt ist es zu spät für Kredite. Das ist tatsächlich eine große, große Herausforderung, der Deutschland nicht gerecht wird. Und dann, ich glaube, auch in der Pandemie das große Problem, Technologiedefizite in Deutschland. Ja, also das ist kein Mythos, dass Deutschland hinterherhinkt im digitalen Zeitalter. Und ich habe deshalb diese Volkswagen-Krise oder Porsche- oder Audi-Krise erwähnt. Das rüttelt auch am Selbstbewusstsein, auch an der deutschen Überheblichkeit, was einerseits gut ist, aber andererseits dieser Verlust an Sicherheit führt dann zu dem, was Herr Vorländer erwähnt hat. Also diesen Widerspruch zwischen heutiger realer
Situation sehr privilegierter und doch den Ängsten dann in der Zukunft nicht mithalten zu können. Noch ein letzter Satz. Herr Kerski, ich muss, glaube ich, an der Stelle streng sein, weil mit Blick auf die Uhr wir Partizipation versprochen haben und für dieses Versprechen muss ich auch um den Preis der Unhöflichkeit Ihnen gegenüber jetzt einstehen. Es gibt jetzt doch sehr viele Fragen im Chat und weil wir möglicherweise nicht alle werden berücksichtigen können, möchte ich mit einer beginnen, die in unterschiedlicher Weise gleich mehrfach gestellt worden ist. Es fiel das von einigen als böse eingestufte Wort Leitkultur, europäische Leitkultur und es nicht nur in diesem Kontext kam die Frage auch bei allen Unterschieden, die Sie benannt haben, bei allen auch Tendenzen auseinanderzugehen. Was kann denn das Gemeinsame sein? Worauf könnten wir mehr schauen, was unser Gemeinsames ist oder werden kann, was auch Zusammenhalt vielleicht stiften kann? Diese Frage scheint vielfach von Bedeutung zu sein und ich möchte sie gerne ins Podium weitergeben. Jana Simon sehe ich, glaube ich, bereitet sich auf eine Antwort vor. Bitte schön. Das war, da war der falsche Knopf, Entschuldigung. Ja. Also ich hatte im letzten Jahr ja die Gelegenheit und Ehre, genau zu diesem Thema in Carmens die Lessing-Rede zu halten. Es ging darum, was uns eben noch zusammenhält und was vielleicht Gemeinschaft stiften könnte. Und das kann man natürlich so, also zumindest ich kann es nicht so vollkommen allgemein beantworten. Aber was mir auffällt, ist, dass eben, ich habe ja einen Blick auf die einzelnen Menschen, wie auch in meinem Buch, auch da habe ich versucht, dass jeder Einzelne, glaube ich, für sich erstmal überlegen muss, was kann er denn beitragen zur Gemeinschaft? Ja, also was ist denn sozusagen das, was jeder Einzelne machen kann, was eben nicht nur für ihn gut und richtig ist, sondern vielleicht auch noch für ein paar andere Leute. Und wenn das, glaube ich, erstmal, wenn man dazu erstmal bereit ist, geht es, glaube ich, schon in eine richtige Richtung. Und dann auch diese, was ich ja vorhin schon sagte, diese Dialogforen. Es stimmt, da muss ich Frau Gorelick recht geben, gerade bei Deutschland spricht, was ja auch ein Versuch ist, ja, also so diese Art Gemeinschaft wieder in irgendeiner Form herzustellen. Es sind natürlich immer nur zwei Paare. Ne? Es sind immer nur zwei Menschen, die miteinander reden. Und das geht mal gut aus und mal schlecht. Und man wird sicher nicht erreichen, dass man da immer die totale Übereinstimmung am Ende erreicht oder ja den Weltfrieden so ungefähr. Also das wird sicherlich nicht klappen, aber es ist zumindest ein Versuch. Und ich glaube, wenn jeder Einzelne sich in so eine Richtung bewegt, ja, es zu versuchen, also dann sind wir schon ein Stück weiter. Und ich bemerke auch, wenn man tatsächlich die Leute trifft, mit denen man nicht übereinstimmt, ja, dann stellt sich ja im Treffen auch eine Nähe her. Und man wird sicherlich jemanden, den man sieht und mit dem man tatsächlich spricht. Demgegenüber ist es sehr viel schwieriger, Hass zu hassen oder auch extreme Beleidigungen zu äußern oder was auch immer. Das wird dann sicherlich sehr viel schwerer werden. Also insofern mein Appell an Dialog. Ich gebe sofort an Frau Gorelick und würde dann bei Frau Dumais gerne fortfahren. Ich mache es ganz kurz. Also ich habe tatsächlich, ich finde die Idee Dialog in der Theorie wahnsinnig gut. Meine Erfahrung damit war jetzt nicht von Erfolg gekrönt. Ich habe im Chat gelesen, da ist irgendwie, was uns verbindet, Grundrechte für alle, Anerkennung von Pluralismus, demokratische Standards des Umgangs miteinander. Also unterschreibe ich alles drei sofort als verbindendes Element. Das Problem ist ja, dass es viele Menschen gibt inzwischen, die eben nicht unterschreiben. Also Anerkennung von Pluralismus sowieso nicht, aber auch, und das hat die Pandemie ja gezeigt, auch demokratische Standards des Umgangs scheinen in vielen Bereichen nicht en vogue zu sein, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und ich glaube, also ich habe keine Lösung, aber ich glaube, wo man auf jeden Fall ansetzen müsste und was viel zu wenig geschieht, ist in der Bildung. Also sozusagen in den Schulen ansetzen, bei in der quasi sozusagen in den neuen Generationen ansetzen mit Inklusion, Integration etc., all diesen Themen. Ich glaube, mit dem Vorhandensein unterschiedlicher, diverser Geschichten
also auch der diversen sozusagen Geschichten mit dem Hintergrund der SchülerInnen. Ich glaube, da ist noch, also da verpassen wir gerade eine ganz große Chance. Genau. Ich glaube, da wird Ihnen nicht nur Basil Kerski zustimmen, Frau Gorelick. Frau Dumay, auf der Suche nach Gemeinsamen wollen wir nochmal nach Straßburg zu Ihnen gehen. David Klein hat im Chat nochmal zu erkundigen, herauszufinden versucht, wie es um die Projekte mit Migranten bei Ihnen steht, ob die sehr selbstverständlich in der Umsetzung sind und ob sich darüber vielleicht auch so eine Art Heimatdiskurs neu entwickelt oder ob, das füge ich jetzt hinzu, das eine romantische Hoffnung ist, die man mit solchen Projekten verbindet. Ja, danke für die Frage. Also ganz kurz im Voraus, das wollte ich vorhin auch erwähnen, es gibt im Französischen kein Wort für Heimat. Es gibt nur Vaterland und das ist ja was anderes als Heimat. Genau. Ein Schlagwort, was für uns ganz wichtig ist, also für unsere Stadtpolitik, ist auf Französisch Ville Hospitalière. Das kann man, ja, die Stadt, die willkommt, also übersetzen. Und das bedeutet, also das ist so ein Konzept, was dann in ganz verschiedenen Bereichen ja, konkret umgesetzt wird. Ich habe schon eben zum Beispiel, was Sport betrifft, erwähnt, aber es geht auch um sehr noch konkretere Aspekte, auf die Bedürfnisse der Migranten eingehen. Und wir haben schon von Wohnungen gesprochen, also eher was, ja, in Großstädten generell, wie man da die Wohnnot und so weiter einbezieht. Aber für Personen, die neu in Europa sind, neu in unsere Stadt kommen, ist ein Dach über den Kopf zu haben, ist ja eines der Grundbedürfnisse. Und zum Beispiel für unser Mandat ist gerade ein Ziel, 500 neue Wohneinrichtungen zu schaffen für Personen, die auf der Straße leben, aber von denen ja ganz viele eben neu zugezogene Menschen sind. Natürlich geht es auch um Sprachkurse. Das ist ja ganz wichtig. Das wurde ja auch schon angesprochen. Man kann nicht hoffen, dass Menschen sich in die Stadt integrieren und aktiv an der Stadt teilnehmen, ohne die Sprache zu sprechen und die Sprache zu lernen. Und der letzte Aspekt, den ich kurz ansprechen wollte, ist, dass die Stadt nicht alles kann. Das ist natürlich ganz wichtig, dass auch individuelle Initiativen der Zivilgesellschaft, der Vereine und der NGOs auch unterstützt werden. Das heißt, die Stadt unterstützt diese Akteure und kommuniziert auch über deren Initiativen. Also das kurz jetzt zu Projekten aus Straßburg. Vielen Dank. Auch berücksichtigen aus dem Chat sollten wir einige der kritischen Fragen, die dort aufkommen. Ich möchte zwei davon Ihnen vorstellen. Das eine ist, dass der Wunsch nach Dialog, der ja vielfach jetzt formuliert worden ist, der ist natürlich nachvollziehbar, aber es kommt das berühmte Aber: mit Rechten reden. Macht man das dann auch? Und falls ja, wo muss eine Grenze gezogen werden? Das wäre eine Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte. Und die andere: wir haben jetzt viel über Vielfalt als Grundbedingung für Einheit in Europa gesprochen. Und gleichzeitig hören wir in den Nachrichten immer wieder, was an den Außengrenzen der Europäischen Union los ist. Und das steht ja auch in einem gewissen Widerspruch. Da würden, glaube ich, auch ein paar Gedanken gut tun für uns alle. Zu Frage 2 hat Herr Kerski gerade genickt, als ob er was sagen wolle. Die erste Frage: mit Rechten reden, könnte ich mir vorstellen, dass wir nochmal zu Frau Simon gehen. Aber ich bin für jedes Handzeichen, wer zuerst zuckt, der wird sofort gesehen und darf sprechen. Also wer möchte sich Gedanken machen zu der Frage: mit Rechten reden, ja, und unter welchen Bedingungen und bis wohin? Frau Simon. Gott, will jetzt hier nicht immer als Erste antworten, aber also mit Rechten reden.
Also das ist tatsächlich ein Thema, was bei Journalisten ja sowieso ständig aufkommt, aber also mich natürlich sehr beschäftigt hat in der Frage, weil ich ja nun Herrn Gauland sehr lange begleitet habe. Und da kam auch immer wieder die Frage, ja, warum redet man mit ihm und sollte man es nicht, gibt man ihm damit eine Bühne, gibt man ihm und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, man muss mit ihnen reden. Also es sind unsere Mitbürger, es sind unsere Mitmenschen. Was ist denn die Alternative, wenn man eben nicht mehr mit ihnen spricht? Also dann, wo soll das hinführen? Wenn wir irgendwie aufhören, miteinander zu reden, dann weiß ich nicht, was da die Alternative wäre. Natürlich gibt es Grenzen, wie es bei allen Grenzen gibt. Also ich kann die nur für mich definieren, auch als Reporterin natürlich, sobald es strafrechtlich oder andersweitig ja, eklatant wird, dann muss man aufhören. Ne? Also sobald es in eine Richtung geht, wo klar ist, damit verlassen wir uns jetzt hier den rechtlichen Raum, dann ist auch eine Grenze erreicht und dann geht es auch nicht mehr und dann ist das Gespräch beendet. Davor würde ich immer versuchen, und natürlich, wenn es um jede Form von Gewalt oder Ähnlichem, ne, wenn es in diese Richtung geht. Aber sonst bin ich der Meinung, wir müssen mit allen reden, egal aus welcher Richtung, nicht nur mit Rechten, auch mit anderen. Also sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie unser weiteres Zusammenleben aussehen soll. Herr Vorländer, nun sind Sie ja auch zwangsweise ein viel gereister Mann und viel erfahrener Mann, was Sachsen angeht. Und Sie sprechen gerne von Renitenz, wenn Sie über einige Sachsen zumindest sprechen. Auch an Sie die Frage, mit Rechten reden, unter welchen Bedingungen, bis wohin? Ich meine, es gibt da ganz klare Grenzen. Eine Grenze ist das Strafrecht. Hasskriminalität ist strafbewehrt, da hört es auf. Und das Zweite ist, wenn es Bewegungen oder Gruppierungen, Parteien gibt, die verfassungsfeindlich und verfassungswidrig sind, dann hört es eben auch auf. Und da helfen dann nur die Mittel der Strafjustiz oder der Repression oder des Verbotes. Da gibt es ganz klare Grenzen. Insofern müssen wir gar nicht darum eiern, sondern das sind die Grenzen. Wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir nicht andere Leute stigmatisieren als rechts, die eine andere Meinung in ganz bestimmten konkreten Politiken haben. Und ich habe das ja hier in Dresden seit 2014, seit dem Beginn von Pegida, sehr genau erlebt, beobachtet und dann auch erforscht. Wir haben da auch viele Fehler gemacht. Es geht jetzt nicht um die rechtsextremen Kräfte, die mitgelaufen sind bei Pegida, sondern es ging um Leute, die eine andere Auffassung hatten, weil sie sich nicht repräsentiert fühlten in den Medien, von denen sie glaubten, dass sie westlich hegemonial bestimmt sind und westlich dominiert sind, weil es hier um einen nicht ausgetragenen West-Ost-Konflikt ging. Und ab 2015, die eine andere Auffassung hatten, was die Zuwanderung oder die Migration anging. Mit solchen Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft auch kamen, muss man reden. Den muss man sozusagen anhören. Man muss fragen, welche Probleme sie damit haben, welche Besorgnisse sie haben. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich mit Herrn Kubitschek oder Herrn Höcke oder Herrn Bachmann in Dresden reden soll. Das geht eben nicht. Das heißt, die wollen ja auch nicht reden, sondern sie wollen ja die Brände noch anfachen und wollen Öl ins Feuer gießen. Das sind, glaube ich, solche sehr klaren Grenzen, die man einhalten muss. Und das Reden ist, wenn ich noch einen Begriff von vorn aufgreifen darf, unter den aufgeheizten Öffentlichkeiten natürlich nicht immer einfach. Herr Kerski, die Fragen an Sie konnte ich jetzt gar nicht vergessen, weil in Ihrem Hintergrund ich eine polnische Flagge vermute und auf jeden Fall eine europäische sehe. Und die Fragen, die an Sie gerichtet waren im Chat, waren zum einen, es ist jetzt wahrscheinlich schwer in kurzer Zeit zu beantworten, ich bitte Sie trotzdem, das zu tun, wie in Polen der Diskurs aussieht zum Thema Migration gerade. Da
gab es ja auch größere Feindlichkeiten, wenn ich das richtig erinnere. Und das Zweite, ich hatte es erwähnt, dieser Widerspruch zwischen der Vielfalt, die wir jetzt anstreben, auch hier im Gespräch, und der Situation an den europäischen Außengrenzen. Das wären die beiden Blöcke und ich gebe Ihnen das Wort. Ich wollte aus dem Chat einen sehr guten Vorschlag rausholen. Europäisches Jahr, Zivildienstleistung auf europäischer Ebene. Ich meine, wir haben zu wenig über Europa gesprochen. Europa müsste ein politisches System der Vielfalt sein, aber das entscheidende Gremium ist der Europäische Rat und da spielen nationale Interessen eine Rolle. Da fragen Sie mich, wieso redet er darüber? Das hängt mit der anderen Frage zusammen. Immer wenn ich in Berlin bin, werde ich wie so ein Naiver angeschaut, weil ich von der polnischen Zivilgesellschaft spreche. Und dann schauen Sie mich Außenpolitiker, Kühler, Außenbrigade, was interessiert uns das? In Brüssel müssen wir mit der PiS-Regierung zurechtkommen. Das ist auch eine andere Frage, eine andere Form der Frage, wie reden, mit wem reden. Natürlich muss man mit Orban, mit Kaczynski reden, aber man muss auch so reden, dass man den anderen Teil der Gesellschaft mit einbezieht. Wir haben uns jetzt sehr auf die AfD-Frage konzentriert, auf die Extremen. Aber ich glaube, ein Problem Europas ist zurzeit, dass auch große Teile der Gesellschaft in Polen, Ungarn, in anderen Ländern, auch politische Akteure, Bürgermeister, Regionalpräsidenten, die eine ganz andere Meinung haben, nicht einbezogen werden in den politischen Prozess. Und das ist eine Einleitung zu der Frage Migration und wieso diese Fahnen stehen. Diese Fahnen stehen hier, weil die polnische Regierung die EU-Fahne aus ihren Ämtern rausgeholt hat. Seitdem stehen hier drei Fahnen, die Danziger, polnische und europäische, eben als Symbol dafür, dass wir aus verschiedenen Identitäten bestehen. Die Nationalisten, ob nun AfD oder Kaczynski, Orban, versuchen uns einzureden, versuchen auch unsere Identität zu kontrollieren. Zur Migration. Die Haltung der polnischen Regierung 2015/16 zur Migrationsfrage war ein Skandal. Aus zwei Gründen. Erstens ist Polen EU-Land, das heißt, jeder EU-Bürger kann sich auch in Polen ansiedeln. Und ich glaube, vielen Deutschen ist gar nicht bewusst, wie viele Menschen, die nicht Polen sind, in Polen leben. Hier in Danzig 8% sind normal lebende Bürger, Syrer aus Großbritannien mit britischem Pass, sehr viele Deutsche. Man verdient hier gutes Geld. Sehr viele Ukrainer, Belarussen, auch Menschen, die vor dem Krieg flüchten. Und diese Antimigrationskampagne war ein Skandal, denn Polen ist eine Bevölkerung auch aus Migranten. Polen sind aus dem Osten geflüchtet. Polen war traditionell eine multikulturelle Nation. Ich rede darüber, weil es die Populisten geschafft haben, auch ein neues politisches Angebot zu machen. Und damit waren sie sehr erfolgreich. Jan Werner Müller hat das gut auf den Punkt gebracht. Er definierte ganz platt jetzt gesprochen, diesen neuen Populismus in der Form. Früher, vor 30 Jahren, hieß es auf den Straßen von Dresden, Leipzig, Berlin und Prag, wir sind das Volk, also dann eine pluralistische, demokratische Gesellschaft wurde eingefordert. Und jetzt heißt es, nur wir sind das Volk. Ja, da frage ich mich, wo sind die anderen? Wo ist eben das Wesen der Demokratie, der Vielfalt? Letzter Satz, was ich sagen wollte, eben, wir nehmen gar nicht wahr, wie reich Europa auch an Bündnissen ist. Polen ist ein 38-Millionen-Land. 18 Millionen Polen haben klare proeuropäische, antipopulistische Vorstellungen. Das ist, diese Opposition ist die Größe einer Nation der Niederlande. Aber sie spielen politisch keine Rolle, weil immer noch Nationen miteinander reden, weil immer noch Nationen auch die Gestalt Europas bestimmen. Also da hinken wir, glaube ich, auch alle sehr stark hinterher. Wir sollten eben von unserer Politik viel mehr auch europäisches Engagement einfordern, auch viel mehr nationale Kompetenzen abgeben, eben wie in dem Bildungsbereich oder in dem Bereich der Zivilgesellschaft, des Zivildienstes, wie das hier vollkommen zu Recht benannt wurde in unserem Chat. Vielen Dank, Herr Kerski. Ich hoffe, ich bekomme gleich die Frage von Lukas Rapp noch unter, der tapfer zum zweiten Mal sich in den Chat wendet. Es tut mir leid, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Ich müsste und möchte aber vorher Frau Gorelick noch etwas fragen.
oder eine Frage weitergeben, nämlich die nach Erfahrungsebenen. Ein Gedanke, der im Chat aufkam, war, ob man vielleicht weniger über soziale Differenzen, ökonomische Differenzen etc. sprechen sollte, sondern ob man vielleicht über menschliche Gemeinsamkeiten in den Dialog und zueinander finden kann. Ist das eine realistische Vorstellung? Wie bewerten Sie diese Idee? Naja, die Frage ist, also wenn man es schafft, in den Dialog zu kommen, dann ist die Suche nach Gemeinsamkeiten, glaube ich, genau der Ansatz. Ich glaube, die Frage ist nur, wie kommt man an überhaupt in den Dialog? Also an welcher Stelle quasi begegnen wir uns? Wo sind die Räume, in denen wir uns begegnen? Wo sind die Räume, in denen miteinander gesprochen wird? Wo im öffentlichen Raum, also was können überhaupt Begegnungsstätten sein, ja, also die sozusagen die kulturellen Institutionen werden meist von einem bestimmten Milieu besucht, für andere Milieus gibt es andere Treffpunkte, also ich glaube, man muss erstmal über die Schaffung von Räumen reden. Im Chat kam auch irgendwie kurz der Vorschlag des runden Tisches auf, ich habe drüber nachgedacht, nebenbei gegoogelt, es gab doch in Bautzen gab's einen runden Tisch vor, ich weiß nicht, 2 Jahren in meiner Erinnerung, das ist ja alles andere als gut gegangen. Ich glaube, also wo das zum Beispiel, wo gemeinsame Erfahrungen meines Wissens nach als verbindendes Element funktionieren, ist zum Beispiel, wenn man, also habe ich jetzt von mehreren Gedenkstätten gehört, das ist ein konkretes, aber gutes Beispiel, weil es immer darum geht, wie spricht man mit Menschen, die geflüchtet sind, über deutsche Geschichte, deren Geschichte es nicht ist. Ja, also konkretes Beispiel, Übergangsklasse mit irgendwie 14, 15 syrischen geflüchteten Minderjährigen geht ins KZ. Ja, wie spricht man mit denen über dieses Thema? Und da ist zum Beispiel, wird viel gearbeitet mit dem eben nicht über die Geschichte nicht aus der Geschichte heraus, sondern aus den Themen heraus, nämlich das Thema Flucht, das Thema Ausgrenzung, das Thema irgendwie ausgeschlossen sein, also all die Themen, die SchülerInnen dann in dem Fall kennen. Und das ist, glaube ich, so ein Ansatz, ne? Von wo ist das verbindende Element und nicht ihr kommt nach Deutschland, also müsst ihr jetzt sofort unsere Geschichte lernen. Genau, und also ich glaube, dass das ein guter Ansatzpunkt ist, für den aber jetzt im Moment meines Wissens nach Begegnungsräume treffen. Also es gibt ja immer wieder so Ansätze von Städten. München hatte zum Beispiel mal, da hatten mal die Kammerspiele, also das Theater quasi so Tische wirklich auf einer der größten Straßen aufgebaut und gesagt, alle BürgerInnen sollen kommen, um zu diskutieren. Es kam aber nur die BürgerInnen, die sowieso schon ein Abo bei den Kammerspielen hatten. Ja? Also ich weiß nicht, wie sehr uns das dann voranbringt. Herzlichen Dank auch Ihnen. Ganz, ganz kurz zum Schluss, weil wir eine Minute vor Abpfiff sind und wir sind ja schon in einer Verlängerung. Lukas Rapp hatte eine interessante Frage, nämlich ob von der Politik teilweise auch Feindbilder geschaffen würden, indem zum Beispiel, wenn Migrationsbewegungen zunehmen, aber gleichzeitig für, weiß ich nicht, mehr Kita-Stellen gesagt wird, da haben wir kein Geld, dass es überhaupt in gar keinem Zusammenhang stehen muss, aber sich dann trotzdem Zusammenhänge in Köpfen herausbilden und ob Politik sozusagen auf diese Weise dazu beiträgt, dass Feindbilder entstehen. Dazu, wer will kurz dazu, Herr Kerski, Sie nicken. Denken Sie, dass das so ist? Dann haben Sie das fast letzte Wort dieser Runde. Also ich kann nur sagen, das, was worüber hier gesprochen wird, gibt es schon in Danzig. Also ich klinge jetzt wie ein Verkäufer. Wir haben vor 2 Jahren zum 30. Jahrestag des Runden Tisches in Polen einen neuen Runden Tisch gebastelt. Der ist nicht abgeschlossen rund. Der besteht aus einzelnen Elementen. Und seit 2 Jahren, jetzt in der Pandemie eingeschränkt, wandert dieser Tisch durch Polen, durch alle Stadtteile hier. Ich glaube, man muss sich auch entfernen von dieser Vorstellung, es gibt 2 klare Seiten und es gibt einen Konflikt. Ich glaube, wir setzen den Runden Tisch zu spät ein. Der sollte überhaupt tägliches Instrument des Dialogs sein mit den Menschen. Das schafft Vertrauen. Der Punkt, der erwähnt wurde, ist genau der richtige Punkt. Ich glaube, wir haben ein Problem in der repräsentativen Demokratie, ob in Polen, ob in Deutschland, Ungarn, mit Politikern, die eben Zusammenhänge herstellen. Also eben diese Migrationskrise 2015 ist ganz klar missbraucht worden, um Politik zu machen in Europa. Und ich glaube, wir sollten auch als Bürger eine andere Politikqualität einfordern. Vielleicht sollten wir von den Politikern weniger Utopien, weniger auch
schnelle Lösung und mehr Ehrlichkeit einfordern. Der Danziger Bürgermeister ist hier vor 2 Jahren von Rechtsradikalen ermordet worden. Er war sehr populär, weil er den Menschen nichts versprochen hat, aber sie mitgenommen hat, hat ihnen Dinge erklärt, auch schwierige Dinge wie Migration, und war jeden Monat in einem Stadtteil. Das ist interessant. Politik ist nicht immer klare Lösung. Politik ist Menschen mitnehmen, sie auch zu verstehen in ihren Ängsten, aber auch keine falschen Versprechungen zu machen. Irgendwann mal müssen sie natürlich liefern, das ist klar. Also es, ich glaube, die aktuelle Krise hat sehr, sehr viel auch mit damit zu tun, dass sich unsere repräsentative Demokratie ja neu erfinden muss. Auch neue Leute vielleicht braucht. Ich muss fast gar nicht mehr den Begriff Schlusswort in den Mund nehmen. Das haben, glaube ich, alle gehört, dass das ein ziemlich gutes solches war. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Basil Kersky, auch bei Lena Gorelik, bei Jana Simon, bei Julia Dumay, bei Professor Hans Vorländer. Das war, was wir teilen, was uns teilt, Zusammenhalt und Verwerfungen in Ost und West 30 Jahre danach. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die rege Teilnahme. Wir konnten leider nicht alles berücksichtigen, aber der Kongress dauert ja noch ein bisschen und es gibt noch ein paar Gelegenheiten, dies nachzuholen. Ich gebe für die weitere Navigation zurück an Susanne Keilitz, die uns erklären wird, wie es jetzt weitergeht.